Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich musste jetzt hier meinem Co-Moderator mal ins Wort fallen, ja, weil ich ihn darauf hinweisen wollte, dass wir jetzt eine neue Aufnahme starten und dass wir ein neues Intro haben. Neues Intro? Ja, schau es dir auch an. Schau dir unser Menü an. Wir sind jetzt im zweiten Teil, somit, wie heißt der Film? Die zwei Türme. Genau. In welchem Teil sind wir? Wer hat sich jetzt der dunkle Macht verschworen? Saruman. Und wo hat der gewohnt? Keine Ahnung. Isengard. Genau. Isengard. Da so. Sind wir jetzt. Und wir sind ja beim letzten Mal unschön rausgeflogen. Ja, leider. Durch technische Probleme und außerdem waren wir ein bisschen zur späten Stunde nicht mehr in der Verfassung und natürlich auch auf dem Lustpegel, uns darum zu kümmern. Deswegen haben wir es dann eigentlich komplett abgebrochen. Also im Grunde hat der Körper Klaus hier keine Lust gehabt. Ja. Genauso wie der Gesichtszombie, der sich dann erstmal auf die Couch gelegt hatte und gesagt hat, oh Gott, ich muss meine Füße hochlegen. Ja. Oh, Hilfe. Naja, auf jeden Fall... Beginnen wir jetzt dort, wo wir letztens aufgehört haben, hoffe ich. Außer du hast weitergespielt. Nee, hab ich nicht. Ja. Hab ich nicht. Du brauchst nicht deine Hand auf meinen Schenkel. Ja, oh. Jetzt wird er hier diskret einfallend hier. Ja, ich wollte dich bloß verlegen machen, weil ich mag das, wenn du verlegen bist. Ja. So, okay. So, wir sind ja nämlich, du musst einfach mal deinen Controller benutzen, sonst hau ich dich jetzt einfach mal hier. Ich geht nicht, Digga. Geht nicht. Oh, jetzt geht's. Ja. So, Jungs, ich bin wieder da, ne? Wieso habe ich denn den Ringträger? Ich will den Ringträger nicht, der ist schwul. Warte mal, wie ging denn das? Y drücken. Y. Yeah. Aber die Frage ist, wieso bist du jetzt links? Wir waren jetzt hier eigentlich bei dieser Mission stehen geblieben, ja. Wo mir das Spiel... Ja, weil wir, glaube ich, die Controller gewechselt haben, vielleicht. Weil ich war eigentlich Legolas und die andere Lobo-Gruppe und so, das können wir ja hier... Und du warst der verkackte Ringträger. Das können wir eigentlich abbrechen, das hatten wir ja gesehen gehabt, so, okay. Okay, ja. Ja, und jetzt passt das wieder, ich sitze nämlich auch links. Schieb das links, mehr nach links und dann ging's. Ey, Alter, hör auf mich zu schießen, ich bin sensibel. Und wenn du schon schießt, dann schieß jedenfalls da nach oben. Achso, du hast das Problem, dass du ein wenig aus dem Konzept raus bist, wa? Wohl wahr, ein wenig ist gut. Hier ist ein Schild. Ja, ich habe zwischendurch auch diverse andere Spiele gespielt und das ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, wenn man dann ein komplett anderes Handling hat. So. Aber im Grunde haben wir euch das am Anfang schon erzählt, ist hier nicht viel zu tun als das Smash the Button und ab und zu mal springen. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Spielprinzip. Typisch Lego ist halt nicht für nicht immer was für Erwachsene. Ist eigentlich Zielgruppe ist für Kinder. Aber man kann uns auch nicht erwachsen nennen. Ja, wir sind ja die Naivität, die nimmt dann doch überhand. So, und hier sind wir nämlich beziehungsweise bin ich lang gekrabbelt und dann ist mir das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, das ist heute nicht so. So. Ich kann den Vogel abschießen. Ja, ich glaube aber, da passiert nichts. Aber du hast ja hier schon fleißig rumgegammelt. Ja, das musst du zusammenbasteln, ne? Ja. Und dann gibt's ordentlich Loot. Loot! Zing! Okay, Gimli? Wir brauchen Gimli. Ich muss dich dann schmeißen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach nur... Ah, draufspringen, genau war das, oder? Oh nein, jetzt kann ich mich auch wieder relativ gut dran erinnern. Ja, also unsere guten Freunde... Ach, da guck mal, da hinten links. Könntest du da mal an die Liane springen? Da hinten links. Halt dich an meiner Liane fest, wollte ich bloß sagen. Da hinten, weil du bist doch... Wir springen noch mal X, oder? Ja, X. Mach's einfach nach Intuition, wie du es auch immer machst. Wie du sonst immer kochst. Und hier der andere. Das mit meinem Hals wird immer schlimmer. Ich habe leichte Defizite hier. Leichte Defizite? Ja, hier ist die Luft so schlecht. Das klingt sehr gesund. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf alle Fälle meinen Arzt konsultieren. Vielleicht Elrond? Achso, das war jetzt hier. Jetzt darf ich da zusammenbauen. Und... Fing!
Da hättest du schon lange drauf schießen können. Ich hab's nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Also. Apropos, wir haben doch eine Schaufel, da kannst du nämlich hier ein bisschen buddeln. Das Problem ist, wir befinden uns jetzt gerade aktuell nicht im freien Modus. Wir müssen das Spiel erstmal komplett durchspielen. Ah, die Aktion war das schon wieder. Stimmt. Deswegen wir können nicht auf die Schatzkisten zugreifen. Genau, erst wenn wir einen freien Modus haben. Und da können wir dann unter anderem auf alle freien Charakter zugreifen. Also, oh. Alle, die wir freigespielt haben. Auf die können wir dann zugreifen. Sie sind gekrochen. Ihre Hände waren gefesselt. Dass der das alles so an so einer komischen Scheißaxt ablesen kann, ja? Junge, Fantasy und so. Das ist ein Weltläufer, der kann alles. Ja. So, und jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt das Corpus Delicti. Es geht weiter. Fesseln wurden durchtrennt. Ja, aber ich sag mal, ich bin dann halt immer so ein Nerd, der dann rangeht von wegen, auch wenn es Fantasy ist, die Physik, die sollte dann trotzdem irgendwo gegeben sein, ja? Also damit meine ich zum Beispiel, bestes Beispiel ist die Aktion bei The Big Bang Theory gewesen mit Superman, ja? Als Sheldon das erklärt hat, von wegen, wenn Superman fliegt und jemanden in der Luft fangen würde, ja, dann wurde es gedreiteilt, ja. Ach so, die Aktion, okay. Ja. Annähernde Geschwindigkeit und so, verstehst du? Okay, warte mal. Guck mal, das Spiel stößt uns nicht ab, das ist doch schon mal positiv, oder? Das liegt an meinem NASA-Rechner. Und da hinten haben wir wieder so ein Rätsel, wo wir den guten alten Randolph bräuchten. Ich meinte natürlich Gandalf. So. Du musst den grünen Tapsen folgen, guter Herr. Oh, warte mal. Legolas! Wie kann ich nicht hier schießen? Achso. Ping, ping, ping! Da ist eine Schatztruhe. Und. Einen Moment. Ich hab was gefunden! Kann ich mal aimen? Warte, nein, lauf nicht weiter! Ich muss doch hier noch das Ding zusammenbauen. Ja, aber du spinnst doch, Alter. Kannst du mal hier bitte. Und zwar. Kannst du mal bitte hier... Ich kann nicht. Du musst mal in meine Nähe kommen. So, weil ich krieg das da oben nicht angeaimt. Da. Ich hab's! Und da ist unter anderem noch eine Liane. Und jetzt können wir uns hier eine Truhe zusammenbauen. Ping! Bin ich geil? Also du kannst auch sagen, ja, Meltas, du bist geil. Du bist der Beste. Du bist der Oberboss. Ehrlich gesagt fehlt mir gerade... Hier fehlt uns komplett irgendwie alles. Ja. Also ja. Wir machen die Story jetzt erstmal fort. Die Spuren führen fort von der Stadt. Fort an. Zum Fangorn-Wald. Fangorn. Welch Wahnsinn trieb sie dort hinein. So, jetzt kriegen wir natürlich hier eine super Zwischensequenz. Die sich... Ich bin auf Baumbart gespannt. Auf wem? Auf Baumbart. Ach so, den Baum. Logisch. Oh, jetzt geht's hier ab, Alter. Es geht ab. Oh, was kann ich machen? Speichern. So, aber den kannst du, da kommt ein Butterblümchen raus und dann geht's auch hier ab. Hier. So. Ey, warte mal, was hast denn du für einen Skill? Du hast irgendeine Besonderheit. Hast du den Eimer oder hast du den... Warte mal, wo war das? Ich hab den Super Eimer. Ah, du kannst da reinäumeln oder was? Witzvoll. So. Ah! Ich bin runtergerutscht. Guck mal, da ist so ein Ork. Oder ist das eine Urukai? Und hinten sind auch Orks. Oh, lass mal die Typen hin. Oh nein. Aber warte mal, ich bin. Warte, können wir die plätten? Ja, die können wir plätten, cool. Ich dachte, das sind jetzt hier so eine geskripteten. Oh, Gegner. Fliege! Fliege! Hier ist eine Fliege! Ich konnte gerade irgendwas nehmen. Fliegen sind nur da, wo es stinkt. Häng nicht ran! Nimm meine Hand! Nee, auf die andere Seite. Oh, guck mal, das ist total das geile Spiel für Coop, Alter. Guck mal, wie du ohne mich aufgeschmissen gewesen wärst. Ohne dich? Ohne mich. Oh nein. Glaubst du? Kill den Ork. Kill den Ork!
So. Komm her! Ich folge dir. Okay. Ob wir die Münzen zusammenkriegen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel ist so konzipiert, dass man dann das eh nochmal durchspielen muss. Mit den Dingens. Da kommt ein Gepanzerter, der ist stark. Hier mal, easy. Der haben wir es ordentlich gezeigt. Oh, der wirft Karotten an mir. Karotten! Pass bloß auf, nicht, dass du einen Kaliumschock bekommst. Ja, ja. Wenn du wüsstest, Alter. Du hast doch keine Allergie gegen Karotten. Guck mal, da kann man einen Pfeil reinschmeißen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Da kann man unter anderem einen Pfeil reinschießen und guck mal, was da unten passieren kann. Da kann Frodo kann dann mit seiner Fiole des Lichts reinschreiten. Wenn dann wieder heißt, geh ins Licht! Frodo, geh ins Licht! Ich helfe hier mal. Auf einen Baum pippeln! Nee, erstmal mal nicht hier. Probieren wir mal, was haben wir hier? Ui! Oh, guck mal! Guck mal, BÄM! Voll krasse Rüstung! Hab ich gerade irgendwas verpasst? Wir müssen jetzt hier auf Baumbart klettern. Jo! Mary! Bibi! Instant Kill. Wir sind keine Orks. Wir sind Hobbits. Wie geil war das denn im Bilde? Der weiße Zauberer wird es wissen. Der weiße Zauberer. Oh! Ach, du darfst den lenken. Oder darf ich den lenken? Warte mal, ich kann ja hier. Ey, du kannst ja jetzt alles zerlaufen, Alter. Ich speichere mal kurz. Geil. Ey, guck mal, du hast Platinherzen. Was hab ich? Platinherzen. Du kannst gar nicht sterben. Geil. Ach so, nur Sam kann buddeln. Oh Mann, ey. Ja. Wo ist Sam, wenn wir mal brauchen? Oh, jetzt will ich aber meine Aktion sehen, die sich gewaschen hat. Low Bobs. Ja, ja. Es ist, als ob du einen Olifanten reitest, ja? Warte mal, ich laufe hier auch mal mit durch. Oh, warte, ich kann hier auch was machen. Du kannst auf mich drauf, glaube ich. Meinst du? Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Keine Ahnung, was da gewesen sein soll, aber ist ja auch Wurst. Ach so, das ist wirklich wahrscheinlich, dass ich da irgendwo auf dich drauf krabbeln kann. Hui, Loot! Du bist der Mann fürs Grobe, ja? Und ich bin der lootet. Ist halt so wie in WoW. Oh, die schießen auf mich. Boah, die schießen auf mich. Ey, du bist riesengroß. Ja, aber die schießen mit Feuer. Du bist riesengroß und braun. Das war ja auch noch eine geile Sache. Das gab es ja unter anderem auch bei Schlacht um Mittelerde. Okay. Das ist ja dieses Strategiespiel gewesen, was ich so abgöttisch liebe. Das war das einzige wirklich coole Strategiespiel, was ich von Mittelerde kenne. Der zweite Teil, der war sowas von dermaßen oll. Und da konnte man auch mit Feuerpfeilen dann die Ents killen. Das war auch ziemlich geil gelöst, ja. Wenn man halt als böses Volk gespielt hatte. Dass es halt immer irgendwo eine Möglichkeit gab. Also, dass man immer ein Pro und Contra hatte. Okay. Uiuiuiuiui. Oh, hier, wahre Abenteurer. Das haben wir easy. Das haben wir echt easy. Alter. Guck dir mal deine Münzen an, die da eingesammelt hast. Geil. Oh, hier ist ja noch so ein Urukai.
Oh, da oben ist so eine Kiste. Kommst du da ran? Kann man springen? Nee, kommst du anscheinend noch nicht ran. Oh, warte mal, guck mal. Da ist ein Pflänzchen. Das müsstest du dann wahrscheinlich... Das müsstest du wahrscheinlich dann mit Sam okay. aktivieren. Kannst du mal kurz stehen bleiben? Ich versuche mal auf die hier drauf zu klettern. Geht das? Nee. Nee. Geht irgendwie nicht, aber du kannst, müsstest du eigentlich da durchlaufen können. Lauf einfach weiter. Lass mich zurück. Wenn du willst. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Geh ohne mich! Wow. Lass mich raten, jetzt brauchen wir Mary. Mit seinem Eimer. Geil. Ich komm hier nicht rüber. Wie kommst du rüber? Ich komm hier nicht rüber! Es ist... Ents fürchten das Feuer. Ja, das ist natürlich schön. Und ich hab einen Eimer, wa? Was ist das? Das ist eine Rüstung. Die kann ich anlegen. Oder wegwerfen. Hast du genommen wieder? Ja. Okay. Was machen wir denn jetzt? So, jetzt habe ich die Rüstung. Aber mal, ist das jetzt eine Schwimmweste? Nee, das ist keine Schwimmweste. Hast du die angelegt? Ja, die habe ich angelegt. Aber ich habe echt keine Ahnung, ob ich jetzt... Warte mal, kannst du nicht mal zu mir drehen? Da müsstest du doch eigentlich... Nee, andersrum. Kann ich mich da irgendwo festhalten? Nee. Wieso kann ich mich da nicht... Ja, und wieder haben wir beim Spiel für Sechsjährige Probleme mit dem Weiterkommen. Jetzt sag mir nicht, dass ich jetzt hier irgendwo... Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, kannst du mich packen? Warte mal. Also durch dieses... Ja, ja, genau. Ob du mich dann so packen kannst, dann müsstest du mich ja rübertragen können. Ja, drück du mal B. Es geht gar nichts. Geht nicht, Digga. Ja, jetzt... Doch! Mensch! Oh. Mensch, ja. Lass mich runter! Du dicker Gorilla, du! So, okay. Du verletzt gerade meine Gefühle. Ich meinte ja auch den End. So, du musst jetzt ins Loch. Ja, ich gehe schon in das Löchlein. So. Okay, und jetzt muss ich da an die Liane springen. Ha! Ja, geil. Hat ja super geklappt. Guck mal, da ist zum Beispiel auch wieder so ein Stein, den... ich habe eine Kiste. Den Gimli angreifen. Alter, wieso komme ich denn an die Kameraführung, die ist echt für den Arsch. Ja, wohl wahr. Die kannst du echt in die Tonne treten. Warte mal, wo muss ich jetzt... Hier, Alter! Oh Mann, Leute, der ist so schlecht. Wir fangen wieder genauso an, wie wir aufgehört haben. Ich der Coole und er der Schwule. Wie? Hier, willst du selber mal probieren? Geh mal her. Wenn du das First Try schaffst, Alter, dann darfst du das Steak aus dem Kühlschrank essen. Du musst an die Liane springen. Siehst du? Haha, First Try hast du nicht geschafft, also somit bekommst du es nicht. Wollen wir darum kämpfen, oder? Oh du musstest nur dagegen rennen, Alter, nur dagegen rennen! Jeder Idiot hätte das geschafft, Alter! Ja, jeder Idiot, nicht ich, ja? Weil du ja so auf Umwegen und Dekaden vorausdenkst, so wie war das. Ja, ja, genau. Genau so! Ich sehe immer das Problem, wo keins besteht, ja? Yeah, yeah, yeah. Kannst du mich eigentlich auch werfen? Nein! Ja, nicht kann ich dich doch mitnehmen, komm mal her! Ja genau, geh ins Licht, warte mal, geh ins Licht. Da vorne ist das Licht. Dann sind wir hier viel schneller fertig, Mann. Dann brauchst du auch nicht gegen irgendwelche Orks kämpfen. Ja, dann kann ich auch was trinken. Oh, du bist sehr, sehr nett. Ja. Und du hast mich noch nicht dazu gelobt, was ich für ein schönes Headset anhabe. Ja, wenn die Leute, wenn hier eine Kamera an wäre, ne? Weiße Zauberer. Und, wer ist der weiße Zauberer? Das ist total rassistisch. Der hätte auch braun sein können. Er war vorher braun. Nein, er war grau.
Ja, ja, aber... Genau. Der, Gandalf der Graue hat man ihn auch genannt. Der braune Zauberer, also wie hieß er? Aurora, keine Ahnung. Das ist, ich Radegast, ja, der braune. Der mit Scheiße in der Hand. Nee. Ja, stimmt. Das ist unter anderem der teuerste Charakter in diesem Spiel. Echt? Der kostet 500.000 Steine. Da können wir ja auch schon mal was beiseite legen. Ja. Bäm, Holzrüstung. Haben wir. Frage, wofür braucht man das? Das ist einfach nur Achievement Hunter. Und jetzt haben wir schon wieder neun Mithril-Blöcke. Hier gibt es zum Beispiel keinen Plan, das ist schon mal gut zu wissen, aber noch zwei weitere Gegenstände, die wir uns holen müssten. Ja.